Leute und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls Prepare to Die Edition. Und ich werde jetzt etwas tun, was ich wahrscheinlich sehr, sehr bereuen werde, aber nachdem ich 30 Menschlichkeit habe, ist es mir ziemlich egal, denn ich werde jetzt in menschlicher Gestalt rumlaufen. Nein, Moment, ich habe eine bessere Idee. Ich werde gleich 3 Menschlichkeit verballern. Denn ich bin jetzt so dermaßen durch den Wind, dass sich das lohnen tut. Jetzt passt mal auf. Ich gehe jetzt in menschliche Gestalt und entfache das Leuchtfeuer. Denn für Ornstein und Smaug brauche ich ja sowieso mehr Flakos. Das hat ja in der letzten Folge nicht wirklich geklappt. So, da haben wir 10. Und dann haben wir jetzt auch gleich 15. Ich könnte mir auch 20 holen, aber nee. Nee, das passt jetzt im Moment. So, das große Risiko ist... Das große Risiko ist, weil ich ja jetzt im Menschen der Gestalt rumlaufe, könnte es sein, dass mich jemand invasiert. Was ich natürlich nicht so gut heiße. So, ihr habt gesehen, ich habe den Silberritter sehr elegant pariert. Ich will jetzt nur so schnell es geht wieder zurück in die Halle, damit ich mir eventuell Hilfe holen kann für Ornstein und Smaug. Und ihr habt auch gesehen, ich bin in der Silberritterrüstung unterwegs, denn mit der anderen bin ich zu schwer, weil ich habe noch mein Zweihänder dabei. Gut, der tut mir nichts, der bewacht nur diese Kisten, die ich eh schon geplündert habe. Denn ich werde diesen riesen Zweihänder wohl gegen Ornstein und Smaug führen, nachdem der Chaos-Feuerball ja nicht wirklich gezogen hat. Dann müsste ich den Chaos-Feuerball upgraden, aber das würde zu lange dauern. Dann müsste ich zurück an den Feuerborn schreien. Ich stehe auf der verkehrten Seite. Ich will auf die rechte. Denn da befindet sich ja noch der Silberritter mit dem Drachentöterbogen. Und der muss mich wirklich nicht über den Haufen ballern. Hoffentlich invasiert mich jetzt keine Sau. Das müsste ich jetzt wirklich nicht haben. Auf jeden Fall. Oieieiei. Vorsicht. Ihr seht da vorne schon Rufsymbol. Das ist das Rufsymbol des guten Solaire. Der eh schon gesagt hat, hey, ruf mich doch, wenn du Hilfe brauchst. Das werden wir jetzt dann auch gleich machen. Vielleicht finde ich noch andere menschliche Spieler, das wäre nämlich super. Ihr seht die eh schon so leer. Dort muss ich nur aufpassen, dass der zweite Riese nicht kommt, sonst habe ich ein Problem. Der erste ist tot, das klappte wunderbar. Droppt er was? Ne, er droppt nichts. So. Da ist schon ein Blutfleck, da ist einer gestorben. Oh, ich werde invasiert von einem blauen Phantom. Guckt's euch an. Ha, ich habe ihn erfolgreich besiegt. Du nicht, junger Freund. Das war jetzt ein anderes Spiel. 37.000 Seelen. Hallo, die Waldfee. Das hat sich gelohnt. Rachegeist Freaking Karma. Freakish Karma 6. Und ich habe das Riesenschild bekommen. Die Spielsitzung konnte nicht erstellt werden. Say what? So, ich beschwöre jetzt mal so leer. Gott, das geht ja schon wieder voll hektisch zu in den ersten 4 Minuten. Hola, die Waldfee. Invasiert mich ein Rachegeist, ja. Das ist genau dasselbe, was ich vor 2 Folgen mal machen wollte mit dem blauen Augapfel, ja. So sieht das dann aus für den jungen Spieler am anderen Ende. So, Solaire. Wir haben jemanden zu töten. Oh, Rufsymbol.
So, ich will so viele Leute dabei haben, wie es geht. Wie ihr wisst, ich zähle die Tode mit in diesem Let's Play. Und es muss nicht unbedingt sein, dass der Todescounter jetzt eine dreistellige Zahl erreicht, ja. Das könnte bei Ornstein und Smug sehr, sehr gut passieren. So, kann der joinen, kann der nicht joinen? Das ist jetzt die gute Frage. Sieht nicht so aus, als könnte er. Ah, kein Koop, warum nicht? So leer alleine wird mir wahrscheinlich nicht genügen. Aufrufung gescheitert. Ja, das hätte ich auch so sehen können. Hey, da ist nochmal eins. McDougge. Ja, McDougge. Join meinem Spiel, dann können wir Ornstein und Smug da den Gar ausmachen. Das wäre super toll. Ich habe noch 14 Flakons. Und ich habe die Silberritterrüstung nur an wegen meinem Gewichtslimit. So. Sieht nicht so aus, als könnte der Kerl joinen. Gut, dann probieren wir Ornstein und Smug ebenso. Ich meine, was kann schon passieren? Ich sehe nichts. Nebelwand. So. Ne, keine anderen Rufzeichen. Dann geht's Ornstein und Smug an den Kragen. Hoffe ich zumindest. Yay! Ornstein braust gleich auf mich zu. Smoky Baby, wie geht's dir? Ich sehe gerade, davon liegt mein ganzes awesome, cooles Stuff. Was ich mir jetzt mal ganz geschwind holen werde. Schups. Ah, Vorsicht vor seiner Arschbombe. Ich habe 61.000 Seelen. Und so leer bekommt ziemlich die Hucke voll, sehe ich gerade. Smug, bleib hier. Ja. Smug ist tot. Ornstein, du bist der Nächste. Hoffe ich zumindest. Das sind meine zwei Lieblingsbosse. Die sind so episch. Die ganze Inszenierung, ja. Und alles in Gold. Hallo, Mega Ornstein. Was ist er denn? Da ist er. Aha! Ich hab deinen Schuss geblockt, hab ich doch. Ah! Geh da mal einfach so durchs Schild durch. So leer, macht keinen Scheiß. Ich brauch dich noch. Nein! Alter Schwede! Ich treffe ihn halt nicht. Ah, habe ich nicht geblockt. Natürlich jetzt extrem schwierig mit dem Zweihänder, weil der Kerl so verdammt schnell ist. Nein, 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 nein. Der war sich scheiße auf den zwei Händen. Uchi Katana for the win. Ah, das geht viel, viel schneller. Au! So leer, du bist so nutzlos. Ja, wie schnell Ornstein halt ist. Ja, und so leer wurde besiegt. Mach deine Arschbombe woanders, Ornstein. Mach deine Arschbombe woanders. Ach, der hat so eine üble Reichweite, der Kerl. Ah,
an, wie das abzieht. Guckt's euch an. Ja, erwisch mich nochmal, weil es so geil ist. Ey, der Kerl ist so übel. Ich bin so gut wie tot. Wie tötet man das, was man nicht töten kann? Ach, du! Scheiß, schwuler, dreckiger Arschloch, goldener Giftzwerg. Ja, Zwerg stimmt jetzt nicht so, aber... die Idee dahinter. Ja, mit seiner blöden Arschbombe. Jetzt ist er erst bei Hälfte Energie. Leute! Gebt euch doch mal das... Gebt's euch doch... Ah, nein! Ah. Ich kämpfe lieber gegen 20 Ziegendämonen als gegen den. Blöde Kamera. Ich habe nur noch 3 Estos Flakos. Leute, das wird eng. Ornstein! Hör auf! Für mich persönlich die härtesten Bosse in Dark Souls. Ohne Witz. Gell, Ornstein, das sagst du auch mit deinem Riesenspeer. Nein! So, ja, ich nehme jetzt Wetten an. Wer sagt, ich schaff's, wer nicht? 50-50 Chance. Was gibt's zu gewinnen? Nix. Genugtuung. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Er ist fast tot. Er hat nur noch 2 Striche Lebensenergie. Stirb, Ornstein, stirb! Jawohl, ich hab's geschafft! Jawohl! Seele Ritter Ornstein, jawohl! Endlich! Menschlichkeit! Und etwas gedroppt. Den Löwenring! Ja, was ist jetzt der Löwenring? Das ist eine gute Frage. Wolfsein verstärkt Gegenangriffe mit Stichwaffen. Einer der Spezialringe, die den 4 Rittern Gwyns geschenkt wurden. Der Löwenring gehörte Drachentöter Ornstein. Der Ring verstärkt die Gegenangriffe mit Stichwaffen. Ornsteins Flügelspeer soll sogar einen Fels in 2 Teile gespalten haben. Ja, nachdem er mich in 2 Teile gespalten hat, kann er auch Felsen in 2 Teile spalten. Das ist gar nicht so abwegig. So, ich zieh mich wieder um. Ja, wir haben die 2 geschafft, wir haben die 2 geschafft. Ornstein und Smaug. Lalalalalalala. Jetzt habe ich 111.627 Seelen. Holla die Waldfee. Aber bevor wir weitergehen, da vorne links gibt es noch was zu looten. Und ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war eine Rüstung. Glaube ich. Und was ist es? Ja, Helm der Gunst. Das ist nämlich Lortrex Ausrüstung. Den Verräter, der die Feuerhüterin gemetzelt hat. Und somit haben wir eigentlich alles von Lortrex. Wir haben seinen Ring, wir haben seine Ausrüstung. Und hier oben ist wieder ein Leuchtfeuer, an dem wir jetzt mal geschwind rasten werden.
brauche 50.000 für ein Level Up. Somit bin ich Level 92. Ja, und ich weiß, ich könnte nochmal aufsteigen. Das mache ich aber nicht. Das hat einen Grund. Mit beiden Händen halten. Das stimmt sogar. Und guckt euch das an. And overcome much chosen undead. Come hither, child. Moment. Nicht weggehen. Wartet einen Moment. Wartet. Wartet. Hallöchen. Boing, 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 boing. Verzeihung, nur so nebenbei. Aber wie es weitergeht hier in Dark Souls Prepare to Die Edition und was wir mit diesen zwei netten Kügelchen hier oben noch machen werden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Dark Souls Prepare to Die Edition. Bis dann, Leute, wie immer, stay tuned and so long. Hallöchen, boing, 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 boing.